Ja, Leute, heute habe ich wieder was ganz Besonderes. Und zwar, wir haben hier das neue Hauptset Power of the Elements. Und ich freue mich riesig auf dieses Set, denn hier ist wirklich, wirklich, wirklich viele gute Sachen drin. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal auf und gucken das Ganze. Nochmal einen Riesendank an Konami, dass ich das Ganze hier natürlich öffnen darf. Und ja, wir sehen hier, und wir haben hier erstmal, ja, schön 24 Booster. Ich freue mich riesig auf dieses Set, weil dieses Set wird wirklich einiges verändern, denn hier sind zwei neue Deckthemen drin, auf die ich mich sehr freue. Aber nicht nur zwei neue Deckthemen, nein, hier ist noch mehr drin. Aber da werden wir natürlich gleich Stück für Stück drauf eingehen, wenn wir dann natürlich dementsprechend dann das Passende gezogen haben. Oder eben vielleicht auch nicht. Wie immer beim Hauptset, hier können Starlight Rares drin sein. Vielleicht ziehen wir eine. Ich habe noch nie eine gezogen. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen hier schon die erste Karte vom neuen Archetype. Sehr cool, sehr nice. Mir gefällt zum einen Finsternis. Finsternis ist super. Und natürlich auch die Mechanik, denn es geht darunter unter anderem um Fusionsbeschwörung und um Millen. Also Karten vom Deck am Friedhof legen. Sehr, sehr nice. Und nächster neuer Archetype. Und zwar eben Sprite. Ja, sehr cool. Rot auch wichtiger hier eben im Deck. Ebenfalls hier neue Karte. Auch theoretisch für Therians. Also von daher nicht nur explizit für neue Archetypes, sondern auch. Also, ich muss bei jeder Karte anhalten. Ich kann nicht anders. Ja, Elfie, die Robbe, sie ist so süß. Also das ist für mich schon ein Highlight. Und wir sehen hier einen neuen Fischempfänger. Und ich weiß gar nicht. Also, ich kenne hier nicht alle Karten raus. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Fischmonster wählen, das du kontrollierst. Selbst bis zur Endphase des Spielzugs 500 ATK. Okay, ATK-Boost im Friedhof ist nett. Während der Standby-Phase des nächsten Spielzugs, nachdem diese Karte verbannt wurde, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Während der Main-Phase deines Gegners, falls diese Karte in diesem Spielzug als Spezialbeschwörung beschworen wurde, kannst du Quick-Effekt sofort, nachdem dieser Effekt aufgelöst wird, beschwöre ein Fischmonster. Ja, okay. Ja, doch. Ist okay. Ist okay. Ja, auf jeden Fall okay. Und. Oh ja, Morphtronisch. Hier ebenfalls. Neuer Support drin. Auch sehr cool. Und. Ach, krass. Ich wusste gar nicht, dass hier. Ach, ja. Au. Oh, Fallmonster. Sehr cool. Also, ihr seht, hier ist jede Karte gefühlt für mich ein kleines Highlight. Und das Ganze. Ist einer der Karten, die ich echt noch nicht kannte. Du kannst einen Typ Eigenschaften deklinieren, einen offenen Sponsor spielen, verwenden. Bis Ende spielst du Typ der jene Eigenschaft. Ach krass, du kannst die Eigenschaften verändern. Okay. Ah, krass. Wir haben hier gleich die neuen Karten. Und wieder neuer Archetype. Sehr gut. Auch ebenfalls. Nicht nur neue Archetypes sind hier drin, aber auch Morphtronisch bekommt Support. Nein, auch Edelstein bekommt hier Support. Und oh! Wir haben gleich das Covermonster gezogen. Gleich das Covermonster gezogen. Denn ja, auch Elementarheld bzw. Neos bekommt hier Support. Hier halt eben die Fusion zwischen Neos und ein Wingman oder ein Flügelmann-Fusionsmonster. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Sehr hübsch auf jeden Fall. Gefällt mir. Auch ein Highlight. Rika bekommt ebenfalls hier Support drin. Und dann nochmal Mucke Mucke. Eine uralte Karte. Wenn er wütend wird, ist es ein Ausrufezeichen. Und Crawler bekommt ebenfalls hier nochmal Support. Ihr merkt, viele Deckthemen sind hier drin, was sich lohnt. Und natürlich unter anderem eben diese neue Archetype. Sehr gut. Nochmal, nochmal Splite. Auch gut. Oh. Ihr merkt, also, ich brauche nicht Splite. Ich brauche einfach hier süße Karten. Nochmal Splite. Super Rare. Auch gut. Blütenkrone. Ah, okay, ja, genau. Ist auch, auch für eben neuen Deckthema. Du, alle Erdemonster, die kontrollierst, werden zusätzlich als Frühlings-Selfie-Monster behandelt. Ein pro Spielzug, falls du ein oder mehr Monster und eine Karte abwerfen würdest. Um den Effekt jener Monster zu aktivieren, kannst du stattdessen ein Monster abwerfen. Ja, ist nett. Ist nett fürs Deckthema. Morphtronisch, wie gesagt, Morphtronisch bekommt hier Support. Zum Beispiel das Telefon. Was hier natürlich sehr gut ist. Stufe 1, Maschine, Empfänger, das riecht nach Maschinenduplizierung und genau dafür ist es natürlich da. Also Morphtronisch Support auch echt nicht schlecht, darf man nicht unterschätzen. Und wir haben hier, das ist auch gut, wir kriegen ja Splite hier komplett voll und Punk natürlich. Punk bekommt hier eben auch nochmal ein neues Synchromonster. Punk, ja ein Deckthema, was glaube ich jeder im Begriff ist, falls nicht, nachlesen. Ist ein sehr gutes Deckthema. Bisher schon sehr cool.
Sehr faszinierend. Weiter geht's hier. Ah, das sind die Frühlings. Ach, das ist der neue, komplett neue Archetype, ne? Oh mein Gott, ich kenne alle Karten dazu nicht. Oh mein Gott, wir müssen eigentlich alle dazu lesen. Eigentlich alle dazu lesen. Oh, ich muss... Eigentlich müssen wir alle dazu lesen. Oh. Okay, okay, okay. Ein Feen-Archetype Erde. Okay, das ist also eine neue Archetype. Der mir noch nicht bekannt war. Du kannst diese Karte und ein Monster oder eine themeneigene Karte abwerfen. Zieh eine Karte. Okay, der zieht. Ist nett. Erstmal für Draw eben. Du kannst ein Erdmonster speziell schon von deinem Friedhof beschwören. Okay. Ach, krass, okay. Ziehen und beschwören. Also Friedhof und ziehen, sehr gut. Du kannst für den Rest des Spiels keine Nicht-Erd-Monster-Effekte aktivieren. Oh, ein Erd-Archetype basieren, ne? Thema, okay. Und du kannst, es kann diesen Spielzug während jeder Battle Phase im zweiten Angriff durchführen. Ach krass, okay, ATK. Ist die Frage natürlich, was ist die Strategie des Decks? Ist es Synchro, ist es Exceed? Das weiß ich halt alles nicht. Der Gegner kann Monster Control nicht als Ziel wählen. Okay, Themen eigene nicht zielen. Okay, nett, aber hat nur 601,6 Defense, von daher ist das natürlich leicht überrannt. Und ein Monster abwerfen. Füge deiner Hand ein Erdmonster beim Friedhof hinzu, außer sie. Dann kannst du ein Erdmonster als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören. Okay, adden und Spezialbeschwören. Okay. Ja, Vendred bekommt ebenfalls Support. Ist natürlich auch super. Und oh! Also. Wir kommen nicht voran. Tränenklage. Kaleidohort. Oh mein Gott. Das ist natürlich. Ja. Also, das ist einer der wichtigsten Karten im neuen Archetype. Sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch. Oh, ultra hübsch. Doppelstart-Tornado, Zwilling, die Rika und Morphtronisch. So. Wir kommen hier durch. Ach, gar nicht so einfach hier. Hier. Oh, das ist auch gut. Die Counter-Trap. Natürlich. Muss sein. Splite. Dann. Lieblingskontakt. Ja, das ist halt zum Beispiel halt eben für Neos-Support eben. Man sieht es ja. Passend, ne? Zum Fusionsmonster dann passend halt eben die Fusionsfalle. Und Sushi bekommt, die Sushi-Schiffe bekommen ebenfalls nochmal Support. Ihr merkt, hier ist sehr viel drin. Und ein weiteres Highlight, womit man nicht erwartet, dass ein Highlight ist. Denn diese Karte ist ultra gut für Steinbefreier bzw. Adamancipator. Denn diese Karte erlaubt es euch, eine zusätzliche Normalbeschwörung zu beschwören. Aber nur für Erde- oder Wassermonster. Passt natürlich sehr gut zu Adamancipator. Zusätzlich ist er Fels, Stufe 2, Wasser. Wasser ist immer gut eben für das Synchro 8. Heißt jetzt automatisch Wasser in Grave. Zusätzlich können wir ihn vom Friedhof spezial beschwören, falls wir eben ein Wasser- oder Erdmonster kontrollieren. Bedeutet also, wir können ihn abwerfen, um ihn zusätzlich die Normalbeschwörung zu haben, können dann eben ein Adamancer holen, dann wird er zum Beispiel von der Handtrap getroffen, dann können wir eben zum Beispiel, wenn wir nichts weiteres haben, ihn vom Friedhof wiederholen und einfach eben in unser Link 2 gehen. Also haben wir hier, also ihr merkt, hier ist einiges drin, worüber man reden kann. Einiges zum Reden. Rika, wie gesagt, Rika bekommt hier ebenfalls Support. Rika hat ja mit den Sunwolf Archetype ebenfalls eben sein kleines Hoch. Rika da als Aktion, beziehungsweise eben zusätzlichen Interrupt, wie gesagt, neuer Archetype. Lustige Melfis. Ich will noch den Eisbären, ne? Ich will noch den Eisbären, also als Karte kriegen, ne? Und Punk, neue Karte, Field Spell, ist nett. Brauchen wir nicht. Wir haben die besten Karten quasi mit. Synchro-Monster, nice to have. Auf jeden Fall sehr gut. Alter, ich komme hier wirklich nicht voran. So, weiter geht's. Markiert. Ja, auch Markierte bekommen nochmal ab und an eben neue Karten, was sehr gut ist. Ebenfalls wieder Splite. Dann eben Tränenklagen. Tränenklagen, wie gesagt, mit eben Splite, der neue Archetype. Wir werden sehen, wie sich das etabliert. Man muss gucken. Auf jeden Fall sehr starke Deckthemen, die auf jeden Fall sehr viel machen können. Und ultimativer Schlechter. Das ist... Ich wusste nicht, dass die drin ist. Das ist nice. Dein Gegner kann kein Monster-Effekt als Reaktion auf diese Karte aktivieren. Das ist schon mal ultra gut. Ihr könnt ja kein Herrscher mehr. Und das ist halt einfach, lege ein Monster von deinem Extra-Deck auf den Friedhof, dann wähle ein Monster mit denselben Kartentyp, Fusion, Synchro, Exceed, Pendel oder Link, das dein Gegner kontrolliert, mische ins Deck. Hier drauf kann der Gegner nicht reagieren und man kann eben einzelne Karten clearen. Mega nice.
Alter, dass ich die ziehe. Ich wusste nicht mal, dass die drin ist und ich ziehe sie einfach. Alter, das ist ja ultra. Alter, ich bin einfach... Mir fehlen einfach die Worte. Werkzeug Tropfendrache. Ach, das ist eine super rare. Okay. Während der Main Phase Quick Effect, du kannst eine deiner Ausrüstungskarte mit dieser Karte ausrüsten, auf den Friedhof legen und dann einen Effektmonster auf dem Spielfeld wählen. Ändere entweder seine Kampfposition bis zum Ende des Spielzugs, sein Effekt. Ja, für Morphtronisch auch. Lege mal raus. Ist für mich auf jeden Fall ein Highlight. Und der zweite. Sehr gut. Haben wir gleich das Playset komplett. Alter. Tut mir leid, Leute. Ich habe nur die Hälfte durch. Gleich. Und Und Edelstein. Ich habe gesagt, Edelstein bekommt hier ebenfalls neue Karten drin. Hier ist es neues Fusionsmonster sogar. Also nicht nur, dass wir eine neue Rosenkarte kriegen, sondern auch ebenfalls eine neue Zauberkarte. Boxenritterin. Ja. Die kenne ich auch nicht, muss ich mal lesen. Ne? Während der Effekt eines Monsters aktiviert wird, auf das diese Karte zeigt, während des Stammestep. Schnelleffekt. Du kannst einen Effektmonster wählen, das dein Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Spielzugs ändern seine ATK zu 0. Zusätzlich annulliere seine Effekte. Ah, das ist wieder sowas mit Zonen. Wie gut. Einfach Zone beim Gegner. Zonenrelevanz wieder. Während der Endphase, falls sich die Karte im Friedhof befindet, falls sie in diesem Spielzug durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wurde, kannst du sie als Spezial beschwören. Du kannst... Oh, das kann so relevant werden. Das mag ich immer. Wenn Karten Zonen eben, bestimmte Zonen haben, finde ich immer sehr interessant, weil der Gegner halt eben, bevor er weiß, gegen was er spielt, eigentlich schon eben mitdenken muss. Und Therion, ich kann nicht aufhören. Therion, genau. Therion bekommt nämlich hier ebenfalls Support und darunter auch ihn hier, Dark Maschine. Also auch Therion hat hier eben Support. Okay, das war die eine Hälfte. Ich würde sagen, ich bin jetzt schon mehr als gut bedient. ich meine, allein diese zwei Secret Rares und dann einfach die... Oh, also, das ist... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Zusätzlich noch ein neuer Archetype. Super. Oh ja, Miffy. Aber du musst sagen, Blickduell... Also da sind noch andere Karten süßer. Muss ich einfach an dieser Stelle sagen. Da muss ich Partei ergreifen. Da kann ich auch nicht anders. Da muss ich einfach eben Partei ergreifen. Und diese Karte ist mir auch nicht bewusst, dass sie hier drin ist. Dementsprechend einmal eben kurz hier lesen. So, und zwar folgendes. Falls diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst ein Fischmonster kontrollierst und eine Karte den Gegner kontrolliert, wählen, verbanne sie. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst ein Fischmonster in deinen Friedhof verbannen, beschwöre die Karte als Spezialbeschwörung. Oh! Fisch bekommt Support. Dann war vorhin ja auch das neue Fisch, ne? Ihr merkt, Leute, ist der Wachposten dann auch? Ja, krass. Nee, Wachposten? Doch, Wachposten auch. Ja, und eben die Super Rare. Du kannst die Karte als Normalbeschwörung falls diese Karte normal oder Spezialbeschwörung wird, du kannst einen deiner verbannten Fischmonster Stufe 4 oder niedriger wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung, Verteidigungsfunktion, aber annulliere seinen Effekt. Okay. Du kannst ein Fischmonster von deiner Hand oder offen auf dem Spielfeld verbannen, füge deiner Hand eine Gotik-Falle von deinem Deck hinzu. Okay. Haben wir die auch schon? Ja, okay. Alles neu. Und ja, der dritte. Jetzt haben wir die komplett. Hier ist eben die Falle für auch ebenfalls neue Archetype, eben für das Erdthema. Spezial schon wie möglich. Okay, die kann füge deine Hand hinzu oder beschwöre eine Spezialbeschwörung. Während der Spielzug deines Gegners, außer dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, falls du diese Karte in der Hand hast. Okay, der Spezialbeschwörer. Ich frage mich immer noch, was ist Ziel genau von diesem Deck? Was? Ja, also schick sieht es auf jeden Fall aus. Es sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Weiter geht's mal auf Tronisch. Ah, hier ist so eine Gotik. Okay, lesen, sofort. Verbanne ein offenes Fischmonster, das du kontrollierst. Beschwöre einen deiner Gotik-Monster mit unterschiedlichen Grundnamen, als das Monster verbannt wurde, um diese Karte zu aktivieren. Das verbannte Monster ist oder sich in deiner Hand, dein Deck oder dein Friedhof befindet, als Spezialbeschwörung, aber verbannt ist. Okay, kann Spezialbeschwören. Nett. Und der dritte. Tipptopp. Jetzt haben wir alles. Okay, also Gotik
Und eben diese Frühlingskarten, die sind auch neu. Überraschend. Oh! Ich weiß nicht, es wird immer krasser. Splite Elfe. Das ist mit das wichtigste Link-Monster, also ist irgendwie selbst erklärt, ne, fürs Deck-Thema. Und wir ziehen es einfach. Wir ziehen es einfach. Mir fehlen die Worte. Jetzt noch eine Starlight. Und nee, ich weiß überhaupt nichts mehr. Jetzt eine Starlight, dann. Nee, ich bin raus. Kann man spielen, muss man nicht ins Splite spielen. Damit ist Jammerns ja auch drin. Warte mal. Warte. Du kannst 3 oder 6 normale Fallen wählen, die verbannt sind oder in den Friedhof liegen. Lege sie in beliebige Reihenfolge unter das Deck. Dann ziehe für jede 3 gelegten Karten eine Karte. Nett. Recycling. Nett. Genau. Was mir noch aufgefallen, was hier ebenfalls noch drin ist, hier drin ist auch Exosister Support drin. Also ihr merkt, hier ist einfach alles drin. Also, ich komme nicht mehr raus aus dem Stand. Splite und Streufusion. Ja, natürlich, Edle Ritter. Fusions-Archetype braucht auch natürlich eine neue Fusion. Die Kette kennen wir jetzt schon. Sushi, Moftronisch. Ich will wissen, was ist das Bossmonster von diesem Archetype? Ich will das Bossmonster ziehen. Ich will. Schreckenclown. Nee, die. Ja, okay, Schreckenclown doch. Können wir da. Die ist bekannt. Also, die war schon bekannt. Super gut. Rika, super gut. Ah, das ist auch dann neu, ne? Wir lesen heute jede Karte. Ne, normalerweise, ich lese Karten nicht vor, weil ich denke mir so, die sind bekannt, die kennt man, aber hier. Solange du ein Fischlink-Monster kontrollierst, kann diese Karte durch Karteneffekte nicht zerstört werden oder auch verbannt werden. Das ist sehr gut. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, du kannst ein Fischmonster von deiner Hand oder deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand ein Gothic-Monster von deinem Deck hinzu. Searcher plus Banishing, das passt zu den Archetype natürlich. Falls ein oder mehr Fische, die normale Spezial schon wurden, solange sich diese Karte im Friedhof befindet, außer wenn du Stem Step, du kannst ein Fischmonster wählen, das du kontrollierst, verbannen es, und falls du dies tust, füge die Karte hinzu. Recycling vom Friedhof. Ich bin. Nee. Also, ich glaube, ihr habt mich noch nie so sprachlos erlebt. Dann, Variante Rose, Tränen, Querhüter. Wie gesagt, Vendred, ebenfalls hier, neuen Support. Vergnügung, ebenfalls hier, Support. Und Crawler. Crawler halt auch noch. Also, so. Vielleicht ziehen wir noch eine Exosister. Das wär auch dann hier wirklich der Kron. Oh, Frühlingskarte. Wir müssen lesen. Wähle eine offene Karte, den Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Erdemonster mit unterschiedlichen Namen, die du kontrollierst oder die als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen wurden. Erdemonster? Ah, okay. Krass. Gib ein Erdmonster, die du kontrollierst, in Höhe der Anzahl der gewählten Ziele auf die Hand zurück und falls du mindestens ein auf die Hand zurückgegeben hast, gib die als Ziel gewählten Karten auf die Hand zurück. Okay, warte mal. Bis zur Anzahl unterschiedlichen Namen, die du kontrollierst. Wähle offene Karten. Einfach ein Kompuls. Okay, die Karte ist stark. Ich weiß halt immer noch nicht jetzt, was die Strategie ist. Punk, auch nochmal. Punk, nehmen wir mit. Ich würde gerne das Bossmonster oder so von den Team. Weil bisher sind das ja ziemlich schwache Monster von ATK und Verteidigungspunkte. Und da frage ich mich halt, baut man sich dann generell ein Erdedeck drauf auf oder gibt es halt eben themeneigene Monster? Da muss man sagen. Welle hier für Elementarheld. Wie gesagt, Support ebenfalls für Elementarheld. Ist hier alles drin. Dann nochmal die neue Field Spell. So, und dann noch 3 Booster. Und dann haben wir es. Überfusion. Auch halt neue Fusion. Splite. Nochmal die Dame. Dame des Jammerns. Auch hier drin. Sehr nice. Noch 2 Stück. Oh, das ist jetzt hier kaputt. Also Booster aufkriegen ist nicht immer einfach, ne? Markierte Tränenklage. Melfi. Oh nochmal. Nochmal nochmal die Fee. Und nochmal. Okay, 4. Mal. Brauchen wir jetzt nicht. 3 Mal reicht mir. 3 Mal brauche ich. Und nochmal den neuen Fisch. Auch sehr, sehr gut.
Und dann haben wir hier nochmal Splite, nochmal, großer Drache. Falls die Karte normal Spezialbeschwörung wird, du kannst bis zu zwei andere Karten auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Und falls du dies tust, erhält diese Karte 600 ATK. Nett. Drache, 3, 6, 8, 8, ist nett. Nehmen wir auch mit. Oh, nochmal die 4-Spell und, okay, kein Exorcist da. Schade an dieser Stelle, aber ich würde sagen, ich brauche mich auf gar keinen Fall hier, enttäuscht sein oder so, denn das ist einfach krass. Ultimative Schlechter bekommen wir sehr gut. Fusion, auch sehr gut. Fusionsmonster, der Elf, oder Elfe, bekommen, super. Fusion, Elemental, Theory, neue Supportkarte, Punk, neue Synchro, eben auf Tronisch, auch neue Karten drin, dann süße neue Karten, dann Drache, neu Fisch, sehr gut für steinbefreie Adamantipator halt. Dame des Jammerns haben wir jetzt auch, neuer Archetype, Melfi, neuer Archetype, Support für edle Ritter, auch sehr interessant trifft es auf jeden Fall. Braucht nur zwei Effektmonster, also Beschwörungsbedingungen ist ziemlich einfach, jedoch öffnet es dir halt natürlich leider keine neue Linkzone, ne? Das ist natürlich schade. Dann eben, wie gesagt, der Frühlings-Archetype, dann auch mal neue Fusion und dann haben wir hier nochmal die Frühlingskarten. Ja, ich würde sagen, also mir fehlen einfach die Worte, bin super, 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 super zufrieden und sehr überrascht, was ich alles Schönes gefunden habe. Ja, mir fehlen die Worte, deswegen wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.